Zusammenarbeit mit Markus Matala war für uns extrem positiv. Von der ersten Minute weg sehr, sehr technisches Feedback, was wir so normalerweise nicht gewohnt sind. Für uns direkt ummünzbar, direkt verwendbar. Das Interessante bei Markus Matala ist ja auch, dass er auch bei negativer Kritik extrem motivierend wirkt. Also es ist niemand, der zeigt und sagt, das gefällt mir nicht, sondern es ist jemand, der geht her und sagt, das können wir besser machen, können wir das verbessern, ich hätte hier einen Vorschlag. Und hat uns dann dazu gebracht, dass wir innerhalb von 5 Wochen, auch über die Wochenenden, einen komplett neuen Prototypen entwickelt haben und ihn dazu wieder eingeladen haben. Grüß dich, Markus. Ciao, Manuel. Ciao. Ich hoffe, du hattest eine gute Anreise hier zur LD Pool Factory. Wenn du jetzt deinen Pool bauen könntest, wie würde dieses Pool ausschauen? Wenn ich meinen Pool, also jetzt nach dem Prinzip von LD Pool bauen würde, dann würde ich schauen, dass wirklich der Outlet, also die Strömung von der Breite, großen Breite kommt. Dass sie wirklich fast so groß ist wie das ganze Becken. Mhm. Wie im Professionellen eigentlich auch. Mhm. Und dann einfach nach hinten geht, weil der Auslass ist ja schon, den haben sie ja schon von Anfang an so gehabt. Und das nächste wäre, man hat in den Anlagen, die ich gehabt habe, hat man so 2 Kästen auf der Seite gehabt, im Wasser drin, so 2 Bänke. Die hätte ich jetzt vollkommen rausgenommen und geschaut, schau, man nimmt die raus und hat eigentlich nur noch das Schwimmgefühl. Also es ist eigentlich ein Quadrat, wo man drin schwimmt, also ein Rechteck, wo man drin schwimmt. Die Zusammenarbeit mit Markus war einmal mehr der Wahnsinn, auch auf dieses verfeinerte Strömungsbild, noch einmal Feedback, noch einmal zurück ans Reißbrett, noch einmal die ganzen Pool-Innereien neu aufgebaut. Der ganze Ablauf ist für uns derart positiv, dass wir uns das einmal ganz frei erlaubt haben, den Pool nach ihm zu benennen, ihn mit seinem Logo zu versehen und ihm direkt heute bei seinem geplanten Versuch gleich eine weiterführende Kooperation und eine weiterführende Anlage vorzuschlagen. Gespannt, wer reagiert.